So, guten Abend, ihr Lieben. Einige von euch werden sicherlich jetzt gerade noch in der Videopremiere sein und die letzten paar Minuten des zweiten Teils vom Australien- und Neuseeland-Reisebericht zu Ende gucken. Ich habe mir überlegt, wir starten den Stream trotzdem hier schon mal, da kann man sich schon mal so ein bisschen einfinden und dann kommen wahrscheinlich jetzt so in 5 Minuten noch ein paar Leute rüber. Ich muss heute immer so ein bisschen zur Seite gucken, wenn ich rüber gucken will in den Chat. Der läuft nämlich heute links neben mir, also nicht wundern, wenn ich jetzt da die ganze Zeit in diese Richtung gucke. Und nicht wundern, warum mein linkes Auge so furchtbar rot ist. Ich habe gerade noch so einen Allergieschub bekommen. Ich habe mir da jetzt gerade noch mal Allergie-Augentropfen reingehauen. Deshalb sieht es jetzt so ein bisschen aus, als würde ich einseitig heulen. Aber ich glaube, das ist okay. Das sollte sich jetzt eigentlich in den nächsten 5 bis 10 Minuten wieder etwas verbessern. Ja, ist jetzt der erste Stream seit relativ langer Zeit. Der letzte Stream waren, glaube ich, die Skylight-Sachen. Und ich hatte überlegt, jetzt tatsächlich mit dem Video. mit dem Video, was jetzt noch läuft, dass man dann nämlich mal eine Funktion ausprobiert von YouTube. Denn es gibt seit einiger Zeit diese Redirect-Funktion, wo man halt von Premieren oder Livestreams auf das jeweils andere weiterverweisen kann. Dass ich also quasi bestimmen kann, dass. Also normalerweise, wenn das Video zu Ende ist, bekommt ihr ja einen Vorschlag für ein weiteres Video, was ihr euch angucken könnt. Und wenn ich jetzt sage, von einer Premiere oder von einem Livestream, mach mal bitte ein Redirect, dann kann ich halt bestimmen, was das nächste Video ist. Und in diesem Fall habe ich das jetzt so geregelt, dass ich halt bestimmt habe, dass nach der Videopremiere der Redirect zu diesem Stream hier kommt. Das heißt, alle, die jetzt die Videopremiere schauen, bekommen am Ende dann direkt den Verweis, hier übrigens, da läuft jetzt dieser Livestream, schalter doch mal hin. Wollte ich einfach mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Und tatsächlich habe ich heute ein neues Paket bekommen, was wir gleich mal auspacken wollen, nämlich von Shihiros, wo einiges an neuen Kram drin ist, den sie mir schon länger versprochen hatten, der jetzt endlich angekommen ist und der für das 100p verwendet werden wird. Machen wir aber gleich. Wir warten jetzt erstmal noch so ein bisschen, bis das Video vorbei ist. Es geht noch 4 Minuten, soweit ich weiß. Ich kann noch mal rüberschalten. Ja, also Premiere läuft jetzt noch 3 Minuten lang, glaube ich. Und dann können wir gleich hier weitermachen. Ist ja ganz interessant, was ich vorher gar nicht wusste und ich verstehe auch nicht, warum das gemacht wird. Die Videopremieren, ich benutze dieses Feature wirklich gerne, weil ich es halt schön finde, dass man diesen Chat dabei hat. Ja, also dass man halt ein Video zusammen angucken kann und ich währenddessen vielleicht noch Dinge erklären kann oder halt auf Fragen von euch eingehen kann. Aber Videopremieren sind immer begrenzt auf Full HD, also auf 1080p als Auflösung. Aber ich filme ja schon seit Jahren alles in 4K und gerade jetzt diese ganzen Riffgeschichten und so, das sieht halt in Full HD wirklich blöde aus. Also man hatte halt wirklich blöde Kompressionsartefakte, weil diese Texturen da so filigran sind. Gerade wenn diese Schimmerbewegung auf dem Meeresgrund sozusagen zu sehen ist, das sieht halt in 1080p mit den Kompressionsartefakten sieht das furchtbar aus. Und in 4K sieht es aber halt gut aus, so wie es gedacht war, auch ohne Artefakte, weil ich es ja entsprechend mit einer hohen Bitrate rausgegeben habe. Aber die Premiere selber ist halt immer nur Full HD. Man kann es nicht höher schalten. Direkt nach der Premiere, wenn ihr euch das Video dann nochmal anschaut, könnt ihr es direkt in 4K gucken. Nur während der Premiere nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Weil mittlerweile erlaubt YouTube ja auch das Streaming in 4K. Das mache ich tatsächlich nicht, weil mein Atem das nicht kann. Der streamt halt nur in 1080, also in Full HD. Das heißt, alle meine 4K-Kameras gehen in meinen HDMI-Switcher rein und der gibt dann das Stream-Signal in Full HD aus. Das rechnet der bereits runter. Aber YouTube könnte ja auch 4K-Streams. Also ich kann ja auch in 4K streamen, wenn ich will, wenn meine Geräte das alle mitmachen. Warum dann diese Premiere nicht in 4K? Also, es ist mir leider unverständlich. Achso, ja, also die Livestreams, weil Silas Zimmermann gerade fragt, kann man den Livestream auch später schauen? Ja, natürlich. Also, alle meine Livestreams bleiben immer auch weiterhin als Video online. Ich habe noch nie verstanden, warum man Livestreams auf einem YouTube-Kanal löschen sollte, nachdem der Stream vorbei ist. Weil natürlich gibt es immer Leute, die das nicht geschafft haben und die sich das im Nachhinein nochmal neu angucken wollen. Also, ja, klar. Der bleibt online, kann man sich ganz normal nochmal angucken. Ja, wir können ja schon mal so, weil jetzt gerade noch so 1, 2 Fragen reinkommen, dann fange ich damit jetzt erstmal weiter an. Svanny fragt gerade, ich werde eine Sodastream-Flasche umbauen, brauche ich einen Blasenzähler? Einen Blasenzähler brauchst du, wenn du
Also, das ist eine blöde Antwort, aber wenn du halt sehen willst, ob die CO2-Anlage läuft oder nicht, meiner Meinung nach braucht man keinen Blasenzähler, weil es halt eine etwas ungünstige Methode ist, um die CO2-Menge zu messen. Weil du weißt halt nicht, wie groß ist die Blase. Also, ne? Wenn du jetzt irgendwo liest, für ein 60-Liter-Becken, das sind jetzt ausgedachte Zahlen, ich kenne diese Zahlen nicht, das sind rein ausgedachte Zahlen. Wenn du irgendwo liest, für ein 60-Liter-Becken braucht man 10 Blasen pro Minute. So, dann weißt du aber nicht, wie groß waren denn die Blasen, die für diese Richtlinie herhalten mussten. Weil je nach Blasenzähler, die Dinger sind ja nicht genormt oder so, je nach Blasenzähler können ja die Blasen, die austreten, unterschiedlich groß sein. Und beispielsweise sind die Blasen, die aus dem Blasenzähler austreten, auch unterschiedlich groß, je nachdem, wie viel Druck am Blasenzähler anliegt. Wenn du also nur ganz wenig CO2 reinlässt, dann kommen da kleinere Blasen raus, als wenn du sehr viel sehr viel CO2 reinpustest, was halt sehr schnell sehr viele Blasen erzeugt. Die Blasen sind dann größer. Und deshalb finde ich einen Blasenzähler sehr schlecht zum Einstellen und zum Messen von CO2-Mengen. Dafür benutzt du halt einen CO2-Dauertest. Er ist halt sinnvoll, um zu sehen, kommt noch CO2 aus meiner Anlage. Aber für mehr ehrlich gesagt auch nicht, meiner Meinung nach. Ja, 100p läuft super. Cakeman HD fragt, wie läuft das 100p? Läuft sehr, sehr gut. Ist ja jetzt wieder sauber. Habe ich ja nochmal jetzt nach dem Urlaub. Sah es natürlich so ein bisschen mitgenommen aus. Klar, es war jetzt auch mitten Algenphase. Also, ich meine, ich habe das Becken ja 2 Wochen bevor wir geflogen sind, überhaupt erst gestartet. Also war halt völlig klar, dass es jetzt voll in die Algenphasen reinrennt und ich in der Zeit dann noch nicht mal Wasserwechsel machen kann. Aber ist halt so, ne? Also sah jetzt halt blöder aus, als ich wiedergekommen bin. Dann wird halt ein großer Wasserwechsel gemacht, dann wird alles ordentlich sauber gemacht und dann sieht es wieder aus wie neu, so wie es jetzt aussehen soll. Und ich habe die Algenphase nicht mitgemacht, was ich eigentlich ganz angenehm finde, dass ich die jetzt nicht gesehen habe in dem Sinne, sondern jetzt wieder hier hinkomme, wo alles wieder in Ordnung ist. Jetzt können wir nämlich halt auch dann mal demnächst weitermachen, wobei jetzt halt noch so viele Videos kommen. Ich habe so viele Videos vorgeplant und zum Teil auch schon fertig und immer wieder zurückgestellt, weil ich jetzt die Sachen aus dem Urlaub sozusagen vorziehen wollte, weil ich das so spannend fand, dass ich noch gar nicht genau weiß, wann das alles kommt, aber es kommen jetzt so diese ganzen Technikvideos, die halt auch mit dem 100p zu tun haben, die wir jetzt auch noch gar nicht gemacht haben. Wir müssen noch über die Lampe reden, wir müssen noch über den Filter reden. Jetzt das, was heute kommt, wird auch noch mal ein separates Video werden, auch noch mal Technik für das 100p. Also da kommt noch einiges jetzt. Ich muss echt mal gucken, wie das Ganze so hinhaut jetzt vom zeitlichen her, weil ich eigentlich gucken wollte, dass ich nur noch höchstens 2 Videos die Woche mache. Auch so ein bisschen für mich, damit ich halt Zeit bekomme. Also maximal 2 Videos die Woche. Ich plane immer mit einem Video die Woche, Minimum. Und 2 passen meistens ganz gut. Aber nicht mehr, weil dann speise ich mir lieber auf und mache es eine Woche später, dann erlaubt mir das halt mehr Freiraum für andere Arbeiten im Endeffekt. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Also müssen wir mal gucken, wie das läuft. Übrigens, ich hatte das ja schon mal, ich glaube auch als Tobi hier war bei mir mit den Livestream, wir hatten das schon mal so ein bisschen spaßeshalber ein paar Mal in die Kamera gehalten, hier diese Bundaberg-Geschichten. Das ist ja australisch, ne? Also Bundaberg ist eine australische Stadt, da werden diese Getränke hergestellt. Und hier in Deutschland gibt es ja leider nur 3 Sorten, unter anderem das Gingerbier hier. Aber in Australien gab es halt gefühlt 20 verschiedene Sorten. Richtig, richtig cool. Also das haben wir da jeden Tag getrunken. So, ich würde sagen, wir können mal gucken, dass wir mal anfangen mit unserem kleinen Kästchen hier. Ich muss einmal schauen, wie wir das kameramäßig machen. Moment, ihr kommt einmal hier hin. Und dann kommt hier noch die Overhead-Kamera rein. Genau, und jetzt haben wir nämlich ein bisschen mehr Platz. Jetzt seht ihr den Schreibtisch und ihr könnt das alles von oben sehen. Und ja. Ah ja, jetzt sind auch die Leute aus dem Video da. Sehr gut. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Der zweite Teil von der Reise. Jetzt sind beide Teile online. Könnt ihr auch gerne auch dann natürlich auch nochmal angucken. Dann auch eben in 4K. Aber erstmal schauen wir jetzt, was ich heute von Giros bekommen habe. Ich habe nämlich, also es hatte mir Giros schon angekündigt, die neue Dosierpumpe von Giros hier. Und zwar nicht nur die Dosierpumpe, sondern halt dieses Komplettset. Also die haben ja auch noch Behälter und Schläuche und Schlauchhalter und Behälterhalter und alles Mögliche. Und das wird nämlich jetzt komplett ans 100p angeschlossen werden. Das machen wir jetzt noch nicht. Wir machen jetzt heute im Livestream erstmal nur ein kleines Unboxing. Aber dann wird nämlich mein 100p endlich auch mal komplett automatisiert, was die Düngung angeht. Und damit
nähern wir uns dann langsam, aber sicher dem, was im Meerwasser-Aquarium schon völlig normal ist, dass man diese ganzen Supplements per Dosierpumpe zufügt. Und bisher mache ich ja alle meine Süßwasserbecken von Hand. Also sie werden alle von Hand gedüngt, jeden Morgen. Und da können wir es jetzt endlich mal automatisieren. So, was ist jetzt hier drin? Wir haben einmal den Dosing Tube Holder. Das sind also Schläuche und so eine Halterung für den Rand. Wir haben den Dosing Container Holder. Wir haben natürlich die Pumpe selbst und wir haben die Dosing-Container. So, also Container-Holder und Container, Pumpe und Tube-Holder und Tubes. So, das sind jetzt also die Sachen, die wir benutzen können und die jetzt also man kann sie bei Shiro schon direkt bestellen. Das ist heute der Link, den ich euch in die Videobeschreibung gepackt habe. Mittlerweile macht's oder gibt sich Shiro sei wirklich Mühe, was internationalen Versand und so angeht, mal auch mit dem eigenen Shop. Ihr könnt das schon komplett bestellen. Das Komplettset, das alles, kostet 150 Euro. Nur die Pumpe kostet 100 Euro. Auf alles kommt aber natürlich nochmal Einfuhrumsatzsteuer drauf, wenn ihr das bestellt. Also das immer nur bedenken, dass ihr ein bisschen mehr bezahlt als das, was im Shop steht, wenn ihr es halt direkt bei Shiros bestellt. Ich weiß leider noch nicht, wer und wann das in Deutschland bekommen wird. Ich gehe mal davon aus, dass die üblichen Verdächtigen, also Aquasabi und Konsorten, das auch ins Programm bekommen werden. Wann das dann aber halt in Deutschland auch im Handel erscheint, weiß ich nicht. Das konnte man mir nicht sagen. Das nur einmal vorweg. Aber trotzdem, wenn ihr es euch mal anschauen wollt, direkt im Shop, dann könnt ihr da einmal auf den Link zu Chiros gehen direkt. So, jetzt muss ich einmal erstmal kurz in diesen Chat wieder zurück. Ah ja, Maurice schreibt nämlich gerade, ich habe am Montag auch das Komplettpaket der Shiros Dosieranlage bekommen. Ja, dann schreibt doch gerne mal dein Kurzfeedback auch mit in den Chat rein. Würde mich auch interessieren, weil ich habe es ja bisher jetzt noch gar nicht genutzt. Wir packen es jetzt nur gleich einmal aus. Aber was ist denn dann bisher dein Eindruck da schon? Also finde ich auch ganz spannend, wenn ich nicht der Einzige bin, der das aktuell dann hat. Okay, also scheint so übrigens zu sein, dass dieser Redirect halt direkt so ohne Vorwarnung halt hier dann direkt in den Stream geschmissen hat. Das könnte YouTube wahrscheinlich noch ein bisschen eleganter lösen, denke ich mal. Aber ich meine, gut, ich will mich jetzt nicht beschweren. Ich freue mich, dass ihr alle hier beim Stream mit dabei seid und wir jetzt vielleicht noch so ein nettes Stündchen hier machen können. Okay, ja, Lukas Meurer sagt auch, meine Pumpen kamen auch schon an und ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt, die besten Dosierpumpen, die ich bisher je hatte. Ja, interessant. Also bin ich gespannt. Ich benutze ja bisher die Vierer von D&D. Die D&D H2 Ocean P4 Pro, wie hieß sie so? Weiß ich nicht genau, auf jeden Fall die große von D&D mit den Kamör-Pumpen, die ja verbaut haben. Und die gefällt mir ausgesprochen gut. Sehr, sehr schöne Pumpe, sehr schönes Interface. Hier ist natürlich jetzt der große Vorteil, dass sich halt diese Pumpe auch wieder mit in die My Shihiros App integriert. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch von Shihiros ein kluger Schachzug gewesen, dass jetzt nach und nach alle Geräte, die rausbringen, sich alles in diese My Shihiros App integriert. Weil wenn man dann früher oder später als Hersteller da so ein Ökosystem hat mit einer App, wo Lampe, Dosieranlage, vielleicht in Zukunft dann ja auch Filter, keine Ahnung was noch, also wirklich keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht, ne, was da noch kommt, wenn sie das alles in einen so eine App integriert und ein einziges Ökosystem wird, das ist als Hersteller ja nur vorteilhaft und auch für uns als Nutzer ist das ja nur praktisch, wenn ich nicht zwischen 4, 5 Apps wechseln muss. Also so gesehen bin ich interessiert, ne. Umale 100 fragt direkt, ist das auch meerwassertauglich? Ja, ist es. Ich muss mal gerade die Website aufmachen. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Klickt gerne mal drauf, dann könnt ihr es auch selber einmal durchlesen. Die Informationen sind ein bisschen dürftig zugegeben. Aber, also ja, ist meerwassertauglich. Und jetzt so von den reinen Facts her, ich kann halt eine minimale Dosiermenge von 0,2 Millilitern einstellen. Und das Ganze bis zu 999,9 Milliliter. Pro Tag in Abstufungen von 1 Milliliter. Aber die kleinste Menge ist 0,2 in Abstufungen von 0,1 Milliliter. Aber die kleinste Menge ist 0,2 Milliliter. Also wir fangen immer bei 0,2 Milliliter an und dann kann ich in 0,1 Milliliter Schritten hochgehen bis zu 999,9 Milliliter. So, haben wir das einmal raus. Ja, wirklich mehr steht tatsächlich auch nicht auf der Website. Es gibt auch noch die Bilder, wie das Ganze aussieht. Aber ansonsten
ist das nicht viel mehr tatsächlich. Ja, und Maurice schreibt auch, er nutzt ja ein Meerwasserbecken, also ja. Ja gut, so, gucken wir mal. Wir fangen mal mit dem langweiligsten an. Mit den Tubes und dem Tube-Holder. Das sind tatsächlich kleinere Schläuche. Das sind zwei Viererschläuche, also 2 mm Innendurchmesser, 4 mm Außendurchmesser. Das sind keine klassischen 4-6er-Schläuche. Ist aber für Dosierpumpen auch nicht ungewöhnlich. Also diese Schläuche gibt es eben auch schon bei anderen Dosierpumpen. Die habe ich halt unter anderem auch bei den Dosierpumpen bei der D&D an meinem Meerwasserbecken. So, das sollen 10 Meter Schlauch sein. Und ich glaube, mit 10 Meter Schlauch auf 4 Dinger bezogen, dann habe ich halt 2,5 Meter pro Kanal. Das reicht, also das ist schon gut bemessen. Damit kann man was anfangen. Ist halt nur transparenter Schlauch. Ich finde das immer ganz cool, wenn man die Schläuche auch farbkodiert. So habe ich es halt am Meerwasserbecken auch gemacht. Da habe ich ja noch diese UV-reaktiven Schläuche. Aber gut, ne? 10 Meter Schlauch ist schon ganz gut, das dabei zu haben. Und dann gibt es eben hier diesen Tube-Holder. Und das ist tatsächlich ganz interessant, weil ich hatte mir natürlich im Vorfeld überlegt, okay, wie könnte man das Ganze denn jetzt optisch attraktiv gestalten, dass halt diese Schläuche nicht einfach irgendwie so ins Aquarium hängen oder so. Und es gab da schon vor Jahren mal den Vorschlag von Aquasavi, der ist sogar, glaube ich, im Aquascaping-Wiki enthalten, dass man so U-Gläser nimmt für 4-6er-Schläuche, um die halt dann mit Saugnäpfen übers Aquarium rausschauen zu lassen. Das sieht wirklich sehr cool aus. Aber jetzt sind die Schläuche ja kleiner. Kann ich dafür nicht benutzen. Müsste ich eventuell adaptieren, wäre eine Sorte. Aber das ist natürlich auch nicht so das Wahre. Und da hat, glaube ich, Shihiros hier was ziemlich Cooles sich wirklich einfallen lassen mit diesen kleinen Holdern. Weil das ist jetzt halt wirklich der Bereich. Also so hängt es halt über dem Aquarium. Da kommt jetzt das Zeug raus. Ne? Und hier werden dann die Schläuche angeschlossen. Das hängt jetzt auf der Wasserkante und ich habe halt wirklich nur diesen kleinen Block und hier mit diesen winzigen Öffnungen, wo das Ganze dann halt rausläuft. Und das ist schon ganz cool. Davon gibt es 2 Stück, falls eins mal kaputt geht. Und dann haben wir hier noch Halter für die Scheibe. Müsste da nicht eigentlich auch irgendwas zum Kleben bei sein? Nee, hier ist alles, da ist alles raus. An die Leute, die die Tube-Holder schon haben, gehören da nicht irgendwie Saugnäpfe oder doppelseitige Klebebänder oder so zu? Wenn ja, die fehlen. Aber naja, gucken wir mal. Auf jeden Fall könnte man da dann noch die Schläuche reinklemmen und das Ganze dann irgendwie. Ja, gut, ich meine, man könnte es am Schrank festschrauben. Schaue ich mal, was ich damit so mache. So, dann machen wir mal weiter mit den Containern. Sind einfach 4 so Plastikflaschen, die aber vorgefärbt sind, sodass man sich da zumindest so ein bisschen was überlegen kann, wie man das selber gerne hätte. Und, ah ja, es gibt noch, ach so, ah, das ist, ja, okay, das ist ein bisschen doof. Das hätte ich mir anders gedacht. Das ist nämlich jetzt die Skalierung. Also kann man jetzt auf der Kamera wahrscheinlich schlecht sehen, aber das ist ein Aufkleber, die kann ich abziehen und hier ist jetzt halt dieser Bereich von 0 Milliliter bis 450 Milliliter und das muss ich jetzt dann auch auf die Flasche aufkleben. Das ist natürlich nicht so geil, weil, also ja, ich kann versuchen, Sachen sauber aufzukleben, aber ob das dann so genau ist, also, das hätte ich mir schon gewünscht, dass das auf den Flaschen aufgedruckt ist. Das wirkt dann doch so ein bisschen sehr billig tatsächlich. Das ist schade, das ist schade. Okay. Also, Aufkleberbogen.
So, dann der Tube Holder, der Container Holder. Haben Schrauben mit dabei. Jo, das ist jetzt das, das IKEA Gewürzregal mit Chihiros Branding. Aber das wird ganz wertig. Das ist ganz cool. Die Schrauben werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Also, ne, dann kann man hier schön die Fläschchen so reinstellen. Auch schön passgenau, dass sie alle vier schön nebeneinander da reinpassen. Und dann sieht das doch eigentlich ganz dekorativ aus. Das ist schon okay. Das kann man schon machen. Dann hängt das halt an der Wand, so im Unterschrank. Da drüber die Pumpe. Kurze Schläuche direkt hier rein. Das ist eigentlich ganz nett. Man kann halt sehen, die Verschlüsse hier oben haben halt direkt den Ansatz für den Schlauch. Den kann ich also direkt hier drauf stecken. Und drin ist halt ein langer Schlauch, der dann halt so lang ist, dass er halt unten sozusagen auf dem Boden bzw. in einer so einer Ecke endet, um dann eben auch wirklich alles ja raussaugen zu können. Und da könnte man auch gucken, das ist ganz generell ein guter Tipp bei sowas, dass man die Schlauchenden so ein bisschen anschrägt, damit sie flacher aufliegen können und dann wirklich noch flacher da die letzten Reste rausziehen können an Flüssigkeiten. Aber das ist schon okay. Da kann man jetzt erstmal nicht großartig meckern, denke ich. Ja, Fabian sagt schon, oder man lässt die Skalierung einfach weg. Ist im Ende wahrscheinlich auch egal. Von den Flaschen wirklich eine großartige Menge abmessen wird man eh nicht machen. Da kann man eher die Menge, die man eingibt, sich notieren. Das müsste auch in der App gehen tatsächlich. Weiß ich jetzt noch nicht, aber müsste auch in der App gehen, dass man da die Menge eingibt, wie viel gerade noch drin ist. Und dann berechnet die App ja auch automatisch, wie viel jetzt noch weggeht, beziehungsweise wie viel jetzt noch ja, runtergeht und wie lange das Ganze dann hält. Ja, jetzt haben wir das und dann fehlt nur noch die Pumpe selbst. Das ist wieder ein schöner Karton mit diesem Silberbereich hier oben. Ich muss ja sagen, Kartons können die mittlerweile echt gut. Also Verpackungsdesign gefällt mir mittlerweile echt gut. Ah, hier gibt es eine Bohrschablone und das ist immer sehr praktisch, wenn man die Pumpe an die Wand schrauben will, was ich auch machen werde. Bedienungsanleitung. Das ist ja wahrscheinlich das Netzteil. Da ist irgendwas Handgeschriebenes drauf. Ja, Netzteil. Ist alles 12-Volt-System, also 12-Volt Niederspannung. So, und hier haben wir dann die Pumpe selbst. Ein bisschen stramm da drin. Was haben wir denn da noch? Also ist ja noch ganz viel mehr. Ah ja, das ein Glaszylinder zum Kalibrieren. Das ist auch ganz praktisch. Den habe ich jetzt dann noch von der anderen Dosierpumpe. Aber das ist auch ganz praktisch, weil so Dosierpumpen sollte man schon auch kalibrieren, damit man ja weiß, welche Menge die jetzt gerade auch ins Aquarium gepumpt hat. Ja, noch wieder dieses komische Zertifikat, was hier mal dabei liegen. Nochmal Schrauben. Und ja, hier den Stromadapter, beziehungsweise, ja doch, klar. Stromadapter für den Anschluss. Hier, der Anschluss ist hier hinten drin, das ist ganz nett. Das heißt, den kann man dann auch verstecken. Man sieht ihn also von vorne nicht, weil so kann das ganze Ding jetzt natürlich an die Wand gehängt werden. Und das Kabel kommt einfach hier unten an der Seite raus. Das ist ein schönes Designelement, das haben sie gut gemacht. Und die Pumpe selber ist sehr kompakt. Also meine D&D, die Vierer, ist deutlich größer vom Gehäuse her. Das ist ein sehr schönes, kompaktes Gehäuse. Es sieht aus wie Alu, ist es nicht, ist Plastik. Ein bisschen schade. Das mit einem richtigen Alu-Gehäuse wäre schon ziemlich cool gewesen. Ist es, wie gesagt, leider nicht, aber schon okay. Und dann hat man eben hier die vier Pumpen mit den entsprechenden Schlauchanschlüssen. Die stecken jetzt alle nicht so hundertprozentig drin. Da würde ich gucken, dass man die vorher noch mal so ein bisschen nachschiebt, dass man die auch ordentlich dicht da drin hat und zumindest alle auf dem gleichen Niveau. Wahrscheinlich ist es nicht unbedingt nötig, aber sowas nervt mich, wenn es nicht auf dem gleichen Niveau ist. Das muss ordentlich aussehen. Sonst kann man das nicht benutzen. Nee, aber cool. Das ist dann also die Pumpe. Die könnte man dann, wenn man das Ganze jetzt hier so aufbaut, ne, schön hier
in den Schrank die Dinger an die Wand, darüber die Pumpe an die Wand, dann sehr kurze Schläuche hier jeweils zu den Containern und dann die längeren Schläuche, die irgendwie rauslaufen. Ist das schon okay. Also ist auch vom Design her ganz cool, ist auch schön aufeinander abgestimmt, alles in diesem Silber gehalten. Und das sieht auf den ersten Blick gut aus. Gucken wir mal in die Anleitung rein, ob man hier noch was sieht, was irgendwie interessant ist an Informationen. Okay, also My Shihiros App, klar, wurde jetzt mit angegeben. Ja, wir haben 4 Pumpenköpfe, wir haben einen maximalen Flow von 50 Milliliter pro Minute. Also nur, dass man eine Vorstellung davon hat, je nachdem, wie viel man dosieren muss. Wenn ich also 100 Milliliter dosieren will, dann brauche ich dafür 2 Minuten. Das ist als Wert ganz interessant, um sich zu überlegen, ob das eventuell auch für sowas wie eine Nachfüllautomatik funktionieren könnte. Und da muss man sagen, ist das wahrscheinlich ein bisschen langsam für. 12 Volt, genau, wir haben den Doser, wir haben den Power Adapter, wir haben den Measuring Cylinder und wir haben das Adapterkabel. Achso, und das sind jetzt, glaube ich, die Elemente der App, wie man das in der App macht, weil hier gibt es jetzt die einzelnen Kategorien, also man kann dem Ganzen einen Namen geben, man kann das Ganze primen, das heißt, die Schläuche werden voll gemacht, um das Ganze halt kalibrieren zu können am Ende. Dann kommt auch die Kalibrierung. Hier steht noch Inlet, Outlet. Das ist auch ganz interessant. Das heißt, links ist immer der Eingang und rechts ist immer der Ausgang bei der Pumpe. Ne? Also links, da wird angesaugt. Das ist also der Schlauch, der zum Container dann geht. Und rechts, da wird es rausgegeben. Das ist der Schlauch, der ins Aquarium dann geht. Genau, Scheduling, man kann dann eben automatisch dosieren und das ist ja das, was ich dann noch machen werde, dass er halt jeden Morgen um 10, 11 Uhr, ich würde sagen 11 Uhr, nachdem das Licht schon an ist, ja, jeden Morgen um 11 Uhr dann seine Dosierrunde läuft und dann kann man ja auch problemlos sowas machen, wie dass man halt so Geschichten macht, wie hier Eisen und Phosphat voneinander trennen zeitlich, dass das halt eine Stunde später erst dosiert wird oder so. Wenn man das alles da einstellen kann, ist das ja auch super easy. Wenn man das manuell halt immer bedenken muss, dann ist es halt ein bisschen nervig, aber alles automatisiert ist natürlich immer cool. Ja, das hier zum Beispiel, Run Delay. Also ist jetzt. Gibt es das zufälligerweise auch auf Deutsch? Gibt es auch auf Deutsch. Mal gucken, wie gut es übersetzt ist. Weil das wäre nämlich jetzt genau das, was ich haben wollte: Laufzeitverzögerung. Um zu verhindern, dass einzelne Additive miteinander reagieren, wird bei eingeschalteter Laufzeitverzögerungsfunktion jeder Kanal nach einem bestimmten Intervall von 30 Sekunden hinzugefügt. Und wenn 2 Köpfe zur exakt gleichen Zeit eingestellt werden sollen, hat der linke Kopf Vorrang. Interessant. Die Laufzeitverzögerungsfunktion wird nur für die automatische Zeitplanung verwendet und ist im manuellen Modus nicht verfügbar. Okay, aber das heißt, ich kann alles gleichzeitig einstellen und dann wird sozusagen von links nach rechts durchgängig dosiert, immer mit 30 Sekunden Abstand, wenn ich alles zur gleichen Zeit stehen habe und die Laufzeitverzögerung eingeschaltet habe. 30 Sekunden ist jetzt nicht die Welt, aber hey, besser als nichts. Wenn es wirklich Sachen gibt, die nicht direkt zueinander kommen dürfen, dann macht das ja durchaus Sinn. Ja, aber ansonsten kann ich natürlich alles, wie erwartet, komplett frei einstellen. Okay, hier steht jetzt, Ihre Tagesdosis kann in bis zu 24 Einzeldosen verabreicht werden. Das würde jetzt theoretisch bedeuten, das lese ich da zumindest raus, dass ich nicht häufiger als einmal pro Stunde dosieren kann bei 24 Mal pro Tag, was jetzt für Süßwasser vollkommen ausreichend ist, müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber bei mir am Meerwasserbecken habe ich es ja beispielsweise tatsächlich so, dass ich das All for Reef stündlich dosiere. Und wenn ich mehr davon brauchen würde, würde ich es auch noch häufiger dosieren, was ich zumindest bei der D&D machen kann. Das müsste ich mir halt in der App dann mal angucken. Ah, das ist interessant. Es gibt auf der Rückseite, hatte ich nämlich gerade schon gesehen, hier so ein Fach, was sehr nach Knopfzelle aussieht. Das ist ein Stromausfallspeicher. Nach dem Einsetzen einer CR2032 Knopfbatterie kann sichergestellt werden, dass die Uhr genau geht, das Programm normal läuft und die Einstellungen im Fall eines Stromausfalls nicht verloren gehen. Batterie muss separat erworben werden. Gut, dass das dabei steht. Weil ich habe Batterien. Dann setzen wir die nämlich direkt einmal ein, bevor wir das vergessen. Gut, dass wir das einmal uns durchgelesen haben. Weil das ist natürlich schon ganz sinnvoll, wenn dann da gesichert werden kann, dass es da zu keiner Überschneidung kommt, beziehungsweise die Programme einfach weiterlaufen können. Das Einzige, was ich nicht habe, sind Münzen, um das hier zu öffnen.
schon gehen. Ja, so eine CR2032 braucht ihr dafür. Vielleicht auch nicht. Oh, sitzt aber sehr straff da drin. Okay, so. Damit hätten wir das auch geklärt. Ja, interessant. Ich bin gespannt, wie sich diese Pumpe macht. Ich probiere sie jetzt nicht weiter aus. Wir wollten jetzt erstmal mal gucken, was so alles da drin ist. Ich bin vor allem auch vom Preis ganz angetan. Also ich meine, für 150 Euro, dieses komplette Set hier, das ist schon sehr gut. Ich meine, meine D&D mit den vier Köpfen, ja, glaube ich, 350 gekostet oder 400 sogar. Ich glaube 350. Können wir wieder hier auf die Kamera umstellen. Und das ist ja für viele große, ich nenne es jetzt hochwertige Dosierpumpen, die halt von bekannten Herstellern kommen, ist ja so dieser Preisbereich 300, 350 Euro für so einen Viererkopf ist ja durchaus normal. Ne? Also da jetzt halt ranzukommen und zu sagen, hier unser Viererkopf 100 Euro. Komplettset mit allem drum und dran, mit Dosiercontainern und so weiter, 150 Euro. Weil auch die Dosiercontainer, die ich jetzt beispielsweise bei mir im Meerwasserbecken habe, die sind ja, glaube ich, von Dupla. Boah, der hat aber auch 70, 80 Euro noch mal extra gekostet, ohne irgendwelche Schläuche. Also wahrscheinlich, wenn ich das jetzt so umrechne auf das, was ich bei mir im Meerwasserbecken habe, mit der D&D, mit den großen Dupla-Container, mit den Schlauchen, mit den Schläuchen und Schlauchhaltern, die ich da habe, dann habe ich aber bestimmt 500 Euro dafür das System bezahlt. Und das wäre es jetzt halt hier für 150. Bin sehr gespannt, wie genau die am Ende sein wird. Da muss man die Kalibrierung dann natürlich mal so einmal im Monat gegenchecken. Das machen wir dann auf jeden Fall alles in einem separaten Video, um uns das nochmal in Ruhe anzugucken. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also könnte cool werden. So viel erstmal zu diesem kleinen Unboxing-Teil. Und jetzt natürlich gerne noch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich versuche gleich einmal den Chat aufzuholen, dann können wir jetzt natürlich noch so ein bisschen Q&A-Session machen. So. Ja, Underwater Artist sagt, überall da, wo Meerwasser draufsteht, ist eh gleich doppelt so teuer. Wobei, das gilt für Aquascaping auch. Also ich glaube, das sind sie gar nicht mehr so viel tatsächlich mittlerweile. Aber ja, trotzdem muss man ja sagen, gerade Thema Dosierpumpen, so wirklich speziell für Süßwasser gebrandet oder auf den Markt gebrachte Dosierpumpen gibt es ja auch gar nicht so richtig. Ja, also ich kenne es ja selber auch aus vielen Läden, auch aus Läden, die kein Meerwasser haben. Die haben aber Dosierpumpen von Meerwasserherstellern, weil du halt nichts anderes kriegst. Und wenn du halt als Süßwasser-Aquarianer Dosierpumpen haben willst, dann nimmst du halt Dosierpumpen von D&D, von Red Sea, von, ne, Name hier einfügen. Und dann sind das ja in der Regel auch Sachen, die halt ursprünglich mal für den Meerwasserbereich rausgebracht wurden. Also von daher finde ich das eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn man da auch mal so ein bisschen von weggeht. Ich meine, Chiros schreibt jetzt halt extra drauf, ist auch meerwassertauglich, aber das ist halt in dem Fall der Nebensatz. Ne? Also das Hauptargument ist nicht, ist eine Meerwasserpumpe, kannst du auch im Süßwasserbecken einsetzen, sondern das Hauptargument ist hier, Süßwasserdosing kannst du auch im Meerwasser einsetzen. Also ist halt mal andersrum gedacht, das Ganze. Finde ich schon nicht schön, find ich schon nicht schlecht. Mikael Özkan fragt, werden die Schläuche ins Aquarium geführt oder kann man die in den Filter mit einbeziehen? Also ich werde es ins Aquarium führen, eben hier mit diesen kleinen Halterungen, die dann am Beckenrand sitzen. Aber also ich kenne Systeme, wo das Ganze dann mit Adapterstücken auch in den Filterkreislauf, in den Schlauch sozusagen injiziert wird. Dann muss man halt
immer ein bisschen gucken, weil dann sind beispielsweise Rücklaufsicherungen sehr wichtig, die man dann noch zusätzlich braucht. Die brauche ich halt nicht, wenn ich es einfach lose ins Aquarium laufen lasse, weil dann läuft halt kein Wasser zurück da rein, ne? Sondern wenn ich das in den Filter rein, Kreislauf reinschieße, dann müssen natürlich auch noch Rückschlagventile dazwischen, was jetzt halt bei 2-4er-Schläuchen ein bisschen schwierig wird, die zu finden. Müsste man eventuell erst noch die Schläuche adaptieren für ein Rückschlagventil, ist auch wieder doof. Aber theoretisch machbar ist das. Die Frage ist halt, wofür? Also ja, ich verstehe schon, um natürlich die Schläuche nicht am Aquarium haben zu lassen, sondern alles im Unterschrank liegen zu lassen. Da ist halt ein Technikbecken wieder von Vorteil, ne? Weil da kann man das Ganze dann einfach ins Technikbecken tröpfeln lassen. Aber also mit ein bisschen Bastelei kriegt man das auch in den Filter injiziert, aber dann auf jeden Fall auf Rücklaufsicherung achten. Fabian A. fragt noch, Easy Cargo vorsorglich, ja oder nein? Kann man schon machen. Wird ja auch beispielsweise von Masterline gemacht. Also das Masterline-System hier, Masterline 1-2 Carbo, dieses Düngesystem, das basiert ja darauf, dass man Carbo auch die ganze Zeit mitdosiert. So ein bisschen als Präventivmaßnahme vor eventuell auftretenden Rotalgen, also Pinselalgen, Bartalgen und so weiter. Natürlich auch als Kohlenstoffquelle, das ist das, was Masterline sagt. Aber wir haben ja auch schon in anderen Videos und mit anderen Quellen mal etabliert, dass halt der Kohlenstoffeintrag durch dieses Desinfektionsmittel, was das ja de facto ist, sehr gering ist. Und deshalb ist das mehr oder weniger eine Präventivmaßnahme gegen Rotalgen in diesem Fall, weil es halt ja so ein bisschen auf einer Überschussdüngung basiert. Also lieber ein bisschen zu viel, dafür garantieren, dass die Pflanzen halt keine Mängel haben. Aber das kann natürlich dazu führen, dass halt durch die Überschussreaktion Rotalgen entstehen und dadurch wird das Carbo halt zugeführt. Ne? Also je nachdem, was für ein Düngekonzept du verfolgst, kann man das schon machen. Wie sinnvoll das ist, finde ich schwer zu beurteilen, weil dem gegenüber steht ja die logische Gegenfrage, warum dann nicht einfach meine Düngung auf den passenden Wert reduzieren und mir das Carbo sparen? Also das ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Das wäre nicht meine erste Empfehlung, sagen wir es mal so. Rainer Bruns, welche Maße hat der Vorratsbehälter? Also diese einzelnen Flaschen. Warte. Also, Fußabdruck ist 5 mal ja, 6,7 cm. Also ne, Breite, Tiefe 5 und 6,7 cm. Höhe ist nur vom Behälter 15,7 und mit Deckel genau 18. Ja, also genau 18 Höhe bzw. 15,7. 5 cm vorne breit, 6,7 cm tief. Und die vier Dinger dann, wenn sie jetzt nebeneinander stehen, hier auf diesem Tray, sind dann so ja, 20,5, 21 cm mit ein bisschen Luft dazwischen. Also 21 cm Breite bräuchte man. Und demgegenüber ist halt die Pumpe hier wirklich super kompakt. Ne? Also die ist halt gerade mal, jetzt habe ich das Ding einmal in der Hand, jetzt wird alles einmal gemessen. Die ist halt gerade mal 17,5 cm breit und mit Pumpenkopf 8 cm tief. Also das ist schon ziemlich gut, das ist schon ziemlich kompakt. Michael Özkan fragt nochmal, ab welcher Aquariengröße man so eine Dosieranlage empfehlen kann. Das finde ich hat nichts mit der Aquariengröße zu tun. Also ne, du kannst die halt auf 0,1 Milliliter genau dosieren lassen mit einer Mindestzugabemenge von 0,2 Milliliter. Das heißt für alle Aquarien, wo 0,2 Milliliter als Zugabegröße noch reicht, kannst du das benutzen. Also es spricht nichts dagegen, das auch für einen 30 cm Cube einzusetzen. Das ist überhaupt kein Problem. Christian Kluge fragt, wäre Travel Owner auch eine Nische für dich? Also grundsätzlich schon, aber ich glaube, dafür reise ich einfach viel zu selten und dafür gibt es auch einfach schon viel zu viele andere Travel-Kanäle und Zeugs. Also ich glaube, da bin ich in der Aquaristik aktuell noch besser aufgehoben als Travel-YouTuber.
Spaß dran hätte ich. So ist es nicht. Ne? Aber naja, das mit Australien war jetzt wirklich halt, weil es auch von vornherein mitgeplant wurde, dass da halt gerade diese ganzen Great Barrier Reef Sachen halt auch mit dazukommen, dass man da eben auch die Möglichkeit hat, auf diesen Touren mit Marine Biologists zu sprechen. Also das auch, ne? Auf diesen Touren, die wir da gemacht haben, diese drei Rifftouren, da waren immer, jetzt muss ich mir kurz mal wieder die deutschen Wörter überlegen, da waren immer Meeresbiologen mit dabei. Und zumindest bei der letzten Tour, und ich glaube auch bei der ersten Tour war es so, dass die dann auch mit Schnorcheln gegangen sind und man sich sozusagen an die hätte dranhängen können, also denen hinterher schwimmen können. Und die haben einem dann gezeigt, hier, guck mal, da unter uns sind jetzt diese und jene Korallen und da unter uns findet man auf diese und jene Tiere und so weiter. Also man konnte die halt auch die ganze Zeit da mit Fragen löchern. Und auf der ersten Tour hat der Meeresbiologe, der da dabei war, auch auf der Rückfahrt, also wir sind da zwei Stunden mit dem Boot da überhaupt erstmal hingegurkt und dann mussten wir natürlich auch zwei Stunden zurückfahren, da hat er auf der Rückfahrt noch eine Präsentation gezeigt, wo er dann auch alle Tiere gezeigt hat, die in diesem Riff leben. Die haben wir nicht alle gesehen, aber wir hätten sie sehen können, theoretisch. Und dann hat er zu allen Tieren noch ein bisschen was erzählt. Also es war wirklich super interessant. Und dieser Bildungsaspekt, was ich jetzt auch in dem zweiten Video noch so ein bisschen rausgestellt habe, der war da wirklich, wirklich hoch dabei. Also das war ganz, ganz wichtig für die Leute, da auch viel Aufklärungsarbeit zu leisten und Leute darüber zu informieren, was sie dort tun und was da alles passiert. Und was für mich ja so der interessanteste Punkt eigentlich war, Das ist jetzt so ein bisschen doppelt, weil ich habe heute die Podcast-Folge für morgen aufgenommen und da spreche ich dann nämlich auch nochmal drüber. Man muss halt, also jeder Passagier, der das Great Barrier Reef befährt, also wenn ich jetzt als Passagier auf so ein Schiff gehe, ich zahle halt mit dem Ticket, was ich mir da gekauft habe für dieses Schiff oder für diese Tour, zahle ich einen gewissen Prozentsatz an Steuern direkt an das, an dieses Great Barrier Reef Marine Sanctuary. Also die Leute, die das verwalten, die da beispielsweise auch die Ranger bezahlen, die diese Ankerpunkte da setzen und sowas alles, die das halt schützen. An die werden halt Steuern gezahlt, beziehungsweise die kriegen Steuereinnahmen von jeder einzelnen Tour, von jedem einzelnen Tourist, der dort reinkommt. Und gerade auf der ersten Tour war das auch von anderen noch Thema. Auf den anderen beiden Touren habe ich die Frage dann immer nochmal gestellt gehabt. Wie ist denn der Vergleich zwischen Touristen zerstören ein Naturhabitat, was ja vorkommt, gegenüber dem, was dann halt durch diese Steuern eingenommen wird? Und die haben halt alle gesagt, so ja, natürlich ist das so, dass immer mal wieder Touristen auf eine Koralle treten, immer mal wieder Touristen auch Müll verlieren, der dann da halt weiter rumtreibt oder sowas. Das passiert alles. Also der Einfluss von Tourismus bezogen auf die Schädigung dieser Riffe, der ist da. Aber, und das haben alle gesagt, unabhängig voneinander, der positive Effekt, den wir erreichen können durch diese Steuereinnahmen, durch die Touristen, ist viel, viel größer als das, was halt der Tourismus an Schaden überhaupt ausrichten könnte. Und das fand ich doch ein sehr positives Beispiel, weil es halt dafür sorgt, dass Tourismus da einerseits sehr gewollt ist, sehr gefördert wird, andererseits aber durch diese Förderung nicht der Tourismus als etwas im Raum steht, was dieses natürliche Habitat im Laufe der Zeit vernichten wird, sondern ganz im Gegenteil als etwas, was dafür sorgt, dass durch die damit generierten Steuereinnahmen dieses natürliche Habitat immer besser geschützt werden kann. Das heißt, je mehr Tourismus da möglich ist, umso besser gleichzeitig auch der Schutz des Great Barrier Reefs. Aber natürlich ist das halt irgendwo begrenzt, weil eben dieses Marine Sanctuary da halt auch Obergrenzen hat, was Passagiere beispielsweise angeht. Also gerade so in den Hauptsaisonmonaten, wir waren jetzt sozusagen in der Nebensaison da, aber auch in der Hauptsaison, es gibt halt Obergrenzen, wie viele Schiffe, wie viele Passagiere pro Tag dürfen überhaupt in diese Riffe reinfahren. Und das ist schon alles ziemlich gut durchdacht. Das ist zumindest der Eindruck, den man da bekommen hat. Ja, das ist eben auch so ein Punkt. Also Panik-Zebrafisch. Und das ist ein berechtigter Punkt. Sagt gerade verschiedene, also ich lese jetzt hier alles vor, verschiedene Punkte der Erderwärmung. Also Erderwärmung ist für Korallensterben verantwortlich. Punkt. Ich denke, da müssen wir nicht großartig weiter drüber diskutieren. Erderwärmung ist halt vor allem dafür verantwortlich, dass Korallenbleichen stattfinden und auch Bleichevents ja durchaus immer häufiger stattfinden. Man muss auch mal ganz klar sagen, eine Bleiche, also eine gebleichte Koralle ist nicht sofort tot, sondern sie hat erstmal nur ihre Zooxanthellen abgestoßen, die allerdings für 90% der eigenen Energiegewinnung
da sind. Ne? Das heißt, danach lebt die Koralle noch, sie hat immer noch ihr normales Gewebe, sie kann immer noch Plankton fangen, aber damit kann sie halt normalerweise nur so ungefähr 10% ihres Energiebedarfs decken. Das meiste kommt halt wirklich durch die Zugsantellen. Trotzdem kann sie eine gebleichte Koralle erholen. Also das ist nur ganz wichtig zur Differenzierung, wenn man halt hört, so und so viele Prozent des Riffes sind gebleicht. Das ist zwar ein schlechtes Zeichen, aber das heißt nicht, dass dieser Bereich tot ist, sondern dieser Bereich kann sich erholen. Eine Koralle ist erst dann tot, wenn Algen auf ihr wachsen. Weil dann ist das Gewebe nicht mehr da, dann ist das nämlich auch komplett abgestorben und dann ist es wirklich vorbei. Das nur einmal so ganz generell. Und der Punkt war jetzt, ist dann, wenn jetzt Erderwärmung das Problem ist, ein Flug nach Australien nicht genau das Falsche? Und ja, wahrscheinlich schon. Also ich kann mich natürlich nicht hier hinstellen und behaupten, ein Flug nach Australien mit der Menge CO2, die wir da freisetzen, ist halt voll überhaupt kein Problem und sollte jeder machen. Kann ich auch nicht in dem Sinne großartig mehr zu sagen. Mein persönlicher Punkt ist dabei, dass ich in meinem Alltag bereits eine ganze Menge tue und eine ganze Menge versuche, um meinen eigenen CO2-Fußabdruck zu senken, um dezentrale Energieversorgung zu fördern, um meine eigene Energie herzustellen. Ja? Also Geschichten wie mit dem Balkonkraftwerk, Geschichten wie mit möglichst energiesparende Beleuchtung, möglichst energiesparende Geräte, Geschichten wie Elektroauto, ja, was da auch einen großen Einfluss drauf hat. Das sind alles Elemente, die ich sinnvoll in meinen Alltag integrieren kann und die ich gut umsetzen kann, womit ich versuche, meinen eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Reisen gehört für mich nicht dazu, muss ich auch ganz klar sagen. Ich werde nicht, oder zumindest nicht, wenn ich es muss, ich möchte nicht, so müssen wir es formulieren, ich möchte nicht auf Reisen verzichten. Weil ich finde, Reisen und auch Flugreisen, die Globalisierung, die wir damit ja, die uns damit offen steht, ist ein so wertvolles Gut, was den kulturellen Austausch angeht, was den Austausch verschiedener, verschiedener Expertisen angeht und tatsächlich auch für mich. Das klingt alles ein bisschen theatralisch am Ende, aber jetzt, wo ich das selber gesehen habe, wo ich da selber drin geschwommen bin, wo ich diese Ausmaße gesehen habe, wo ich diese Vielfalt gesehen habe, habe ich einen anderen Bezug dazu. Und habe ich auch ein ganz anderes Verständnis und ein ganz anderes Bewusstsein dazu, warum das schützenswert ist. Und das kann ich jetzt schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, ich habe auch Pläne dazu, wie weiterhin ich auch von hier aus am Schutz des Great Barrier Reefs beteiligt sein möchte. Da wird es auch noch was zu geben in Zukunft, was ich da so ein bisschen etablieren möchte. Dieses Gefühl hätte ich nicht, wenn ich nicht da gewesen wäre. Und das ist natürlich auch mal so ein bisschen zwiespältig, weil ich meine, jeder hat schon mal irgendwelche Dokumentationen über das Meer gesehen, irgendwelche Dokumentationen über Korallenriffe gesehen und da wird gesagt, ey, das ist alles schützenswert und schmeißt keinen Müll ins Wasser und Zeugs, ne? Und man realisiert das alles und ja, alles schön und gut. Aber zumindest für mich war diese Erfahrung vor Ort gewesen zu sein eine gänzlich andere und hat diesen Wunsch danach, das auch in Zukunft schützen zu wollen, auf verschiedenste Arten und Weisen, deutlich stärker hervorgebracht, als wenn ich nicht da gewesen wäre. Und jetzt müsste man am Ende natürlich aufrechnen, was bringt jetzt mehr, dass ich da war, das CO2 durch den Flug verblasen habe, aber jetzt im Nachhinein vielleicht in irgendeiner Art und Weise mein Leben verändere, mein Leben umstelle, meine Handlungen umstelle, um damit wieder Müll einzusparen, CO2 einzusparen, was weiß ich nicht zu tun, um damit halt auch gegen die Klimaerwärmung anzugehen und den Riffen zu helfen. Oder war es am Ende doch mehr CO2 durch den Flug? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht berechnen. Ich glaube auch nicht, dass das in irgendeiner Form sinnvoll zu berechnen ist. Also ja, Flugreisen sind, was CO2-Bilanz angeht, richtig beschissen. Es gibt halt auch nur keine Alternative. Also, wenn ich dahin will und das mit eigenen Augen sehen will, habe ich keine andere Alternative. Und zumindest für mich persönlich möchte ich mir dieses Luxusgut Reise noch nicht nehmen lassen. Ich gucke gerne in ganz vielen anderen Bereichen meines Alltags, dass da Klimaschutz und Naturschutz wirklich weit oben stehen. Aber bei Reisen bin ich nicht bereit, darauf zu verzichten, weil ich nämlich ebenfalls, wie gesagt, glaube, dass das Reisen einen so enormen Einfluss auf den Menschen als solches haben kann, was kulturellen Austausch angeht, was das Erfahren anderer Kulturen, anderer Landschaften, anderer Naturbereiche angeht, dass das
so positiv ist, dass man das nicht wegfallen lassen sollte. Ich glaube, das ist das Beste, was ich dazu sagen kann, aktuell so ganz spontan. Maurice, hattest du Sonnenbrand in Australien? Ja, aber nur ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen. An den Fußknöcheln und ein ganz schmaler Streifen auf dem Rücken, da wo das Lycra-Shirt hochgerutscht ist beim Schnorcheln. witzigerweise, in Australien, es gibt da Sonnenschutz, also Sonnenschutzfaktor 100 als Sonnencreme. Ja, also wir kriegen ja nichts mehr als 50. Auf Jamaika haben wir damals schon Lichtschutzfaktor 70 gesehen, aber in Australien gibt es Lichtschutzfaktor 100. Und ganz im Ernst, wir haben sehr, sehr viele Passagiere auf diesen Schiffen gesehen, die halt einfach ohne Neoprenanzug oder ohne Lycra-Shirt da geschnorchelt sind. Und ganz im Ernst, wenn du da 2 Stunden lang im Wasser auf dem Bauch liegst und die Sonne brennt dir voll auf den Rücken, die sahen alle nicht gut aus. Und es gibt eine Statistik, meine Güte, es gibt eine Statistik, die hat Steffi rausgesucht, ich müsste nochmal gucken, ob ich die auch nochmal wiederfinde, wonach halt 70% aller Australier im Laufe ihres Lebens mindestens einmal Hautkrebs haben. Durch die Sonne verursacht. Und also Sonnenschutz ist da ein Ding, da will man drauf achten. Das ist wirklich kein Vergleich zu dem, was man hier so hat. Ulmale 100, planst du den Tauchschein zu machen? Ich hatte das vorher nie vor. man konnte tatsächlich auf den Touren so Schnuppertauchen sozusagen machen. Also dass man da halt, auch wenn man noch nie vorher getaucht war, konnte man da halt mit dem Guide zusammen tauchen gehen. Was ich nicht gemacht habe, weil das bedeutete, dass man auf diesem ersten Tauchgang keine Kamera mitnehmen durfte. Und da war mir das Film dann nämlich tatsächlich wichtiger. Jetzt muss man tatsächlich sagen, da wo wir waren, diese Riffe waren alle so flach, die waren so knapp unter der Wasseroberfläche, dass Tauchen da, zumindest aus meiner Perspektive, der noch nie getaucht ist, irgendwie gar keinen Sinn gemacht hätte, weil ich hätte, also ja klar, ich hätte eine andere Perspektive gehabt, halt von vorne auf das Riff und nicht von oben, aber ich hätte nicht die Möglichkeit gehabt, damit jetzt großartig viel näher irgendwo ranzukommen. Das war jetzt an anderen Riffen war es anders. Also je nachdem, es kommt natürlich stark auf das Riff an. Trotzdem muss ich echt sagen, so im Nachhinein, auch seit wir wieder hier sind, ich habe da schon 1-2 Mal drüber nachgedacht. Also ganz im Ernst. Ich weiß es noch nicht, weil da kommt so ein bisschen zu, ich habe ja allergisches Asthma, also Asthma, was ausgelöst wird durch allergische Reaktionen, in meinem Fall durch Staubmilben. Das dürfte keinen Einfluss darauf haben, weil das halt mein Lungenvolumen in normalen Umständen und auch unter Belastung nicht verändert. Es darf halt nur keine allergische Reaktion stattfinden. Müsste man natürlich trotzdem mit einem Arzt abklären lassen. Was ich tatsächlich viel eher habe, ich habe ein Problem mit dem Druckausgleich im Ohr. Also dieses manuelle Druckausgleich mit irgendwie Nase zuhalten und dagegen pusten oder so, das funktioniert irgendwie nicht bei mir. Frag mich nicht, warum. Das müsste natürlich vorher auch nochmal geklärt werden, ob das dann machbar ist, ob das, also was man da alles beachten müsste oder so. Aber irgendwie doch schon, hätte ich schon vielleicht Bock darauf. Vor allem, weil ich nämlich auch gesehen habe, das ist für mich ein viel größerer Anreiz als alles andere. Auf der ersten Tour war halt auch eine ältere Frau mit an Bord, die gehörte nicht so richtig offiziell zur Crew, aber hatte so ein Crew-Shirt an wahrscheinlich, also weil die gefühlt, zumindest aus, was ich aus so den Gesprächen mitnehmen konnte, weil die irgendwie gefühlt jeden zweiten Tag mit denen unterwegs ist, die halt in so Citizen Science-Projekte eingebunden war und Fotos gemacht hat für verschiedene Citizen Science-Geschichten, die dort vor Ort liefen. Und die hat halt so ein fettes Unterwassergehäuse mit so Zangenblitzen und Zeugs. Und da hätte ich Bock drauf. Ich hätte Bock darauf, wirklich meine große Kamera hier jetzt, ne, meine Blackmagic oder so, die mit unter Wasser zu nehmen und damit zu filmen. Da hätte ich richtig Bock drauf. Was auch gleichzeitig schweineteuer wäre, dafür diese Unterwassergehäuse anzuschaffen. Aber das wäre ein Anreiz. Das wäre wirklich ein Anreiz zu sagen, okay, das machen wir nochmal. Aber es gibt jetzt keinen konkreten Plan. Ich weiß es also nicht. Wenn das irgendwann mal der Fall sein sollte, dann verspreche ich euch aber, wird es eine YouTube-Serie über Tauchschein geben.
Oh ja, stimmt. Nochmal zurück zur Dosieranlage. Lukas Meuer ergänzt, bei einer Dosierung unter 0,2 Milliliter steht ja auch die Verdünnung des Düngers auch als Option an. Ja klar, ich kann natürlich auch meinen Dünger mit Osmosewasser verdünnen, um halt eine Dosierung zu erreichen, die unter 0,2 Milliliter liegt, also die dann immer noch bei 0,2 Milliliter liegt, aber ich ja trotzdem nur die Hälfte des Düngers zugebe, wenn ich ihn halt sozusagen zur Hälfte verdünnt habe. Das ist auch eine Option. Da denke ich immer nie dran, aber klar, das ist auch eine Option. Mal gerade gucken, wo wir jetzt angekommen sind hier. Okay, jetzt raten mir also alle dazu, dass ich den Tauchschein machen soll. Ich verstehe. Ja, wie gesagt, also das Asthma, da mache ich mir gar keine Sorgen drum, weil ich habe das ja auch so komplett unter Kontrolle. Also ich merke ja, wenn ich halt eine allergische Reaktion kriege, ich habe Medikamente gegen meine Allergie, ich habe Prophylaxe-Medikamente für das Asthma, das ist überhaupt kein Problem. Ich mache ja auch, also das ist ja, wie gesagt, hat nichts mit Belastung oder nichts mit allgemeinem Lungenvolumen zu tun. Ich gehe ja auch dreimal die Woche joggen, Langstrecke, und das ist kein Problem, ne? Also da mache ich mir wirklich gar keine Sorgen, wenn dann höchstens diese Druckausgleichgeschichte, und das müsste man halt einmal checken lassen, aber das ist ja alles machbar. Ja, von daher, wer weiß. Vielleicht ein schönes Projekt für nächstes Jahr. Ich überlege es mir. Also ich finde es wirklich interessant und der Gedanke kommt durchaus mal auf. Ich werde mich mal darüber informieren. Ich weiß, es gibt hier auch direkt in der Nähe einige Tauchschulen, die das anbieten. Wer weiß. Wäre schon irgendwie cool, auf jeden Fall. Und so wie es aussieht, sind ja auch viele von euch mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, aber viele von euch scheinen ja auch aktiv zu tauchen. Von daher bin ich dann ja auch in bester Gesellschaft, was irgendwie Tipps und so angeht. Da müsst ihr mir weiterhelfen. Ja, die Aquarien, gebrochen fragt, Meerwasserbecken hat deinen Urlaub gut überstanden. Die Aquarien haben das alle wunderbar überstanden, also war gar kein Stress. Da gibt es ja auch noch mal ein separates Video zu. Ich habe nämlich tatsächlich, bevor wir abgereist sind, habe ich einmal gefilmt, wie ich die Aquarien vorbereitet habe und wie sie dann zu dem Zeitpunkt aussahen. Und direkt als wir wieder hier waren, wir sind quasi rein, Koffer einmal in die Ecke gestellt, danach habe ich mir sofort die Kamera genommen und bin an allen Aquarien entlang gegangen. Das ist also, auch wenn ihr das im Video dann seht, das ist wirklich der allererste Eindruck der Aquarien. Einmal gezeigt, wie sie jetzt aussehen nach den 16 Tagen, was also passiert ist, was ist irgendwie, ist irgendwas kaputt gegangen, ist irgendwas so. Also ich kann schon mal sagen, es sind keinerlei Tiere gestorben, alles wunderbar, es sind keinerlei Pflanzen eingegangen, alles wunderbar, auch bei den Korallen ist nichts passiert. Die Flügelauster ist abgestürzt, die hatte ich oben auf so einem Stein befestigt, die ist da runtergefallen, keine Ahnung, wann das passiert ist. Sowohl die Auster ist aber in Ordnung, als auch die Koralle, die unter der Auster lag, ist in Ordnung, also kann das eigentlich nicht lang gewesen sein, vielleicht ein Tag oder so, das war also kein Ding. Klar, gab überall Algenbeläge. Ich habe tatsächlich auch, ich muss zugeben, ich habe immer noch nicht das 45p sauber gemacht. Also das ist immer noch in dem Stand, so wie es war, als ich wieder angekommen bin. Ich habe in allen Becken nur einmal schnell einen 50% Wasserwechsel gemacht, aber ohne irgendwas zu reinigen. Nur um das einmal schon mal wegzuhaben. Und die Reinigung wollte ich dann einen Tag danach machen. Und ja, dann kamen mal wieder so viele Sachen dazwischen, dass das bisher noch nicht passiert ist. Naja, alles andere ist aber wieder fit. Also Meerwasserbecken, gerade das Algenbecken. Das Algenbecken sah nach dem Urlaub viel besser aus als vor dem Urlaub. Das war eigentlich ganz geil. Das fand ich sehr gut. Das steht wirklich wieder total gut da aktuell. Das macht mir wieder richtig Spaß. Das ist übrigens ein interessanter Punkt. Wir haben im Great Barrier Reef quasi keine Makroalgen gesehen. Also zumindest nicht bewusst. Vielleicht gab es sie da auch die ganze Zeit überall und ich habe sie einfach überhaupt nicht gesehen. Aber bewusst ist mir nichts aufgefallen davon. Es gab so zwei, drei Stellen, wo so, ja, so büschelige Grünalgen saßen. Das war aber wirklich ein so ein Pulk in einem Meer von Korallen und dann auch nicht weiter. Also auch ganz, ganz spannend. Ich weiß es nicht genau, was da so ganz generell die Verbreitung von Makroalgen im Great Barrier Reef ist. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant, das zu recherchieren. Das, ja, ist so das Einzige. Die Mangrove, die letzte verbliebene in diesem Becken, ist sehr traurig und hat noch ein einziges Blatt.
Ich weiß nicht, was da das Problem ist. Das ärgert mich vor allem deshalb, weil ich ja da vor Ort, da gab es ja auch riesige Mangrovenwälder und ganz häufig auch so kleine Mangrovenableger, die dann so ein bisschen weiter nach vorne gewachsen sind und dann so über so eine Felskante an den Strand gewachsen sind. Das waren dann halt so Bäumchen, die so einen halben Meter vielleicht hoch waren und die sahen schon so geil aus und hatten so riesige ausladende Wurzelwerke. Und ja, meine Mangrove kriegt es nicht mal hin, ein zweites Blatt zu produzieren. Ich weiß es nicht. Da werde ich eventuell noch mal ein, zwei Samen nachkaufen müssen, weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie nicht mehr so richtig lange mitmacht. Vielleicht muss ich da auch noch mal ein bisschen mehr Recherche reinstecken. Ich dachte ehrlich gesagt, dass es einfacher sei. Weiß nicht. Naja. Ich hatte mir gerade noch was markiert. Wo ist denn das hin? Ja, dieser Bildungsaspekt ist natürlich auch was. Also Rainer Bruns ergänzt noch, du kannst durch die Reise auch sehr viele andere aus erster Hand mit Infos informieren. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Das ist natürlich auch richtig. Klar kann man da auch immer argumentieren, erster Hand Infos, wie wichtig sind sie wirklich, wenn ich andere Infos validieren kann, also die nicht erster Hand sind. Aber ich denke natürlich auch, dass das gerade für mich jetzt auch im Zusammenhang mit diesem Job, den ich auch ausübe, mit diesem YouTube-Kanal, vielleicht nochmal einen etwas anderen Stellenwert tatsächlich hat. Weil, also das ist was, wo ich auch morgen im Podcast drüber spreche, dieses Gefühl, die Tiere, die ich halt im Meerwasserbecken habe, dort in freier Wildbahn gesehen zu haben und dort auch das Verhalten gesehen zu haben und vor allem das unterschiedliche Verhalten gesehen zu haben, weil man ja jetzt das Volumen um sich herum hat. Also, mir ging es dabei vor allem um diese, um den Unterschied Clownfische und Chromis. Ich habe ein Pärchen Clownfische bei mir im Becken, ich habe ein Pärchen Chromis bei mir im Becken. Meine Clownfische, nachdem sie sich als endlich für die Sarkophyton entschieden hatten, als Koralle, sind dauerhaft in dieser Sarkophyton drin. Die verlassen diese Koralle nicht und wenn dann nur, wenn es was zu futtern gibt, und dann schwimmen sie mal so 10, 15 cm da weg und dann schwimmen sie wieder rein. Das ist jetzt ihr Lebensbereich. Und exakt das gleiche Verhalten ist im Riff der Fall. Ja, du bewegst dich da in Milliarden Litern Wasser um dich herum. Und du findest irgendwo so eine Teppichanemone und guckst sie dir an und siehst, hey, da ist ein Pärchen Clownfische. Und diese Clownfische bewegen sich einfach ausschließlich auf der Fläche dieser Anemone. Die bewegen sich dann nicht runter, die bewegen sich nicht darunter, nicht darüber, die schwimmen nicht weg, die bleiben da drauf. Und dieses Verhalten ist natürlich im Aquarium voll, also meiner Meinung nach vollkommen problemlos nachstellbar. Und ja auch für das Tier, wieder nur meiner Meinung nach, dürfte es kein großer Unterschied sein, weil halt dieser Lebensbereich, dieses Lebensvolumen, was dieser Clownfisch im Riff hat, ist im Aquarium problemlos umsetzbar, vom Volumen her, ne? Weil die leben halt in dieser Koralle, Punkt. So, ne? Bei den Chromis sah das halt so völlig anders aus, ne? Und ich glaube immer noch, dass ein einziges Pärchen auch in so einem Aquarium vernünftig machbar ist, aber ich meine, ich hatte auch vorher nicht vor, da mehr zuzusetzen, aber spätestens jetzt würde ich sagen, auf gar keinen Fall mehr als ein Pärchen, weil ich habe da halt Chromis-Schwärme gesehen. Ich bin durch Chromis-Schwärme durchgeschwommen, weil es so absurd viele Tiere waren. Also es waren bestimmt 1000 Tiere. Und ja, die sind jetzt nicht, also die haben nicht krass Strecke gemacht. Die sind jetzt nicht als Schwarm irgendwo hergezogen oder so, weil die auch sehr gerne über so Korallenstöcken stehen, um sich halt im Zweifelsfall, wenn Angreifer kommen, in diese Korallenstöcke zurückziehen zu können. Aber die Gruppengröße und das Volumina, in dem sich die Tiere bewegt haben, das war einfach so beeindruckend für ein so kleines Tier, dass da die Diskrepanz zwischen freier Wildbahn und Aquarium doch halt sehr deutlich wurde. Wie gesagt, beim Clownfisch wurde sie halt überhaupt gar nicht deutlich. Da ist das halt 1:1 übertragbar. Bei anderen Tieren wurde sie halt extrem deutlich. Und das ist schon etwas, was mir auch
so in Erinnerung geblieben ist und wo ich glaube, dass ich auch in Zukunft dann noch mehr darauf achten werde, vor allem auch, wenn man es einmal live gesehen hat. Also mein größtes Problem bei dieser ganzen Geschichte war halt immer diese Sache mit den Haltungsempfehlungen. Man liest halt irgendwo Haltungsempfehlungen, da steht dann drin, ja, braucht mindestens 300 Liter. Und ich meine, meine Frage dabei ist immer, woher kommt das? Wer hat sich das ursprünglich ausgedacht? Wer ist der Urheber einer solchen Information? Das wird sich wahrscheinlich niemals rausfinden lassen, aber wie kommt das zustande? Weil wenn du da durch diesen Schwarm schwimmst, der viele, viele, viele Kubikmeter Wasser einnimmt, wie komme ich auf die Idee, mir dann die Gedanken zu machen und sagen, hey, wenn ich jetzt aber nur zwei davon nehme, die werden sich doch bestimmt in 200 Litern total wohlfühlen. Also nicht, dass ich das falsch finde. Nicht falsch verstehen jetzt, ne? Aber wie entsteht dieser Gedanke? Weil ich glaube nämlich, dass es bei vielen Tieren auch tatsächlich dann, und das ist jetzt so der Punkt, wenn ich es halt live gesehen habe, kann ich es viel besser einschätzen. Ne? Und ja, Chromis, Pärchen, allerhöchstens, auf gar keinen Fall mehr Tiere, weil das, was ich da gesehen habe, wie sich so eine riesige Chromis-Gruppe da durch einen Riff bewegt, keine Chance im Aquarium. Ja, also, ist völlig witzlos. Und auch bei vielen Doktoren, also wir haben auch relativ viele Doktoren gesehen, bei denen muss man sagen, die sind auch relativ standorttreu, was Oberflächen angeht, aber trotzdem machen die halt viel Strecke. Was halt gar nicht geht, sind Drücker. Ne? Also das weiß ich nicht. Also das im Aquarium halte ich für sehr, sehr, sehr schwierig. Das war da echt schon was völlig anderes. Und das ist, glaube ich, echt eine ganz tolle Erfahrung, wenn man dieses Verhalten seiner eigenen Tiere, die man selber im Aquarium hat, in freier Wildbahn sieht und dann vergleichen kann. Und das kann ja nur dazu führen, dass man dafür sorgen möchte, dass es halt den eigenen Tieren im eigenen Aquarium dann noch besser geht und man dann eventuell noch ein paar Sachen verwirft oder umändert, damit es ihnen am Ende besser geht. Ja, aber ich glaube eigentlich, dass wir damit für heute auch erstmal soweit durch sind. Das haben wir so ungefähr anderthalb Stunden. Ich wollte auch gar nicht zu lange streamen heute, weil ja auch das Video noch davor war. Ihr habt auch alle noch was anderes zu tun und wir sind dann noch mitten in der Woche. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall erstmal hier die Dosierpumpen zu haben. Die werden wir erstmal ausprobieren. Das heißt, demnächst gibt es dann eben auch ein Video dazu, wie halt mein 100p weiter automatisiert wird. Und damit sage ich jetzt erstmal einen schönen Abend noch. Macht ihr euch noch einen schönen Abend. Ich schneide jetzt noch das letzte Video zu Ende, was heute noch auf dem Plan stand. Und dann werde ich wahrscheinlich auch früh ins Bett gehen heute. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Was entweder am Montag, also morgen gibt es erstmal die nächste Podcast-Folge und dann kommt entweder am Montag ein neues Video und wenn da keins kommen sollte, dann spätestens am kommenden Donnerstag. Das ist also der Plan. Ja, macht euch noch einen schönen Abend. Schlaft später gut, kommt morgen gut in den Freitag rein und dann schönes Wochenende euch allen. Wir sehen uns. Bis bald.